unbedingt an Ada anbauen, aber ich werde es wahrscheinlich einfach trotzdem machen. Oder baue ich einen neuen? Was kostet der uns denn? Ne, der kostet uns Kleber. Grundbot bauen, aha. Ja, machen wir es einfach mal auf Ada drauf. Spezialmod M-Set. Was? Öffnet Mechanist-Tür und ortet Mechanist-Roboter. Dann wollen wir mal. Wie viel du für uns getan hast. Klar, ja. Weiß ich das. Aufgepasst. Ja. Ada? Hier, bitte. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Danke. So, aber was auch immer. Wir werden jetzt ins Versteck des Mechanist vordringen. Er ist direkt hier, Alter. Könnten wir theoretisch sogar so eine... Also hätten wir jetzt theoretisch einfach so eine Granate mitnehmen können, dass die Bruderschaft uns auch noch zur Unterstützung kommt. Dann wäre natürlich richtig Party. So, hier lang. Jo. Einfach mal stumpf in die Richtung laufen. Bisher scheint noch nichts hier zu sein. Okay, wir müssen erst hier rein und wie es aussieht. Ja, Quicksaven. Weißt du was? Ich mache sogar mal wieder einen ganzen Speicherstand. Wie ich es so schön nenne. Ups. So, und rein da. Dann können wir nämlich einen Quicksave machen, wenn wir drin sind. Ist vielleicht auch keine verkehrte Sache. Wir warten. Ganz gleich. Da, so. Los geht's. Da unten ist irgendwas los. Alles Klärchen. Eine Fuse, die nehmen wir natürlich mit. Die Fuse. Aha, ein Safe. Das wäre doch gelacht, hätten wir den nicht gefunden. Geschafft. Nehme ich. Was auch immer drin ist, ich nehme das alles mit. Und ja, das habe ich gesehen, das Fältchen da vorne. Das wird uns nichts tun, keine Sorge. Oder wird es uns nichts tun? Nö, wird es nicht. Was? Ah. Nein! Oh, ich dachte schon. So, jetzt... Jetzt ging's. Schön aufpassen, dass wir hier nicht... wieder so viele Fallen auslösen. Das? Sprechanlage, Telefon oder was soll das sein? Ah, hier haben wir ein kaputtes Terminal. Was können wir denn da machen? Nur ein Holoband laden. Sonst gar nichts. Was haben wir denn hier? Terminal RX6550 stürzt direkt beim Hochfahren ab, vermutlich überhitzen. Gesamte Konsole muss gereinigt werden. Führe Neubewertung nach Befreiung der Hardware durch. Aha. So ein bisschen Mr. Handy-Treibstoff. Ah, das hier. Schrott können wir jetzt wie immer alles mitnehmen. Ach, guck mal. Eine Tür direkt ins Commonwealth. Die öffnen wir uns sicherheitshalber schon mal. Falls wir nachher schnell flüchten müssen oder so.
können wir es halt schnell machen. Ich meine, gut, da müssen wir halt jetzt einmal rein und raus. Ich glaube, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Oder? Ich glaube nicht. Geht schon. Ach, wir kommen dann hier direkt an den Docks raus. Interessant. So, aber erstmal wieder rein in die Robco-Vertriebszentrale. Ich glaube, die Tür ist bestimmt so für die Raucher ganz gut gewesen damals. Also quasi alle. Konnten dann immer schön rausgehen. Und waren erstmal nicht so an der Front zu sehen. Das ist auch immer wichtig. Naja. So, hier an der Seite haben wir noch nichts geguckt. Ah, hier wäre auch der Schlüssel gewesen. Da hätten wir es wahrscheinlich nicht mal aufmachen müssen. Also haben wir wenigstens die XP mitgenommen. Ist ja auch schon mal ganz gut. So, das ganze Werkzeug könnten wir theoretisch auch in der Vault 81 verticken. Oh, eine Laserpistole. Einfach so. Sonst ist hier aber auch, glaube ich, herzlich wenig. Jo, richtig. So, von daher guck mal, was wir hier machen können. Oh, cool. Krass. Junge, Junge, Junge. Überhaupt nicht übertrieben. Halte den Mechanist auf. Simpler Auftrag wahrscheinlich. Oje. Jetzt bin ich aber gespannt. So, kurz bevor sie die Türen aufgehen, nochmal einen schnellen, richtigen Speicherstand. Junge, was ist das denn hier für eine krasse Anlage, Alter, dass hier so viele Türen sind. Das ist ja mehr als abnormal. Ja, das mache ich sowieso immer. Also, das brauchst du nicht vorschlagen. Das ist, das Standardprozedere. Die haben uns angeblich entdeckt, aber haben nichts gegen unsere Anwesenheit. Aha, hier gibt es noch so einen kleinen Drumherumweg. Da müssen wir aber, glaube ich, lang. So, weg mit dir. Hier können wir einmal das Schloss knacken. Cool. Zack. Haben es geschafft. So, sonst noch irgendwas? Aufgepasst. Eine kleine Figur hatten wir hier nur gerade. Nix. So, ich schätze mal, hier kommen wir nicht durch. Wow, wenn wir die alle entschärfen. Wir bekommen ja jedes Mal was dafür, ne? Wir könnten auch einfach außen rum gehen, das weiß ich. So. Den ersten Bogen haben wir aber auch schon. Vielleicht gehen wir einfach mal kurz außen rum. Wir können das ja nachher immer noch machen. So, und hier können wir wahrscheinlich die Dinger einfach... Oder? Können wir es hier einfach ausmachen? Aha. Eines koordinierten Ausbruchsversuchs. Testpersonen, was haben die hier gemacht? Ich glaube, die haben echte Gehirne in die Roboter eingepflanzt. Kann das sein? Das würde diese Anlage hier ein bisschen besser erklären. T
Das würde das Ganze schon etwas mehr erklären. So, ich hatte schon befürchtet, dass wir uns das jetzt hier sehr einfach ausschalten können. Aber zum Glück nicht. Dann habe ich noch Berechtigung, das da alles gleich auseinanderzunehmen. Achso, hier müssen wir erst hacken. Unbeknovist war nicht schlecht. Was? Manuelle, was ist das? Aha. Achso, manuelle Überbrückung. Hey, ich hab doch die manuelle. Ich dachte, die habe ich. Warte auf Autorisierung. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nee, hier kommt nichts. Na gut, dann machen wir mal weiter mit den Laserstrahlen. So. So, das ist Ada. Müllbot. Wollen anscheinend nicht mit uns reden. Oh, ich gebe hier natürlich immer Vollgas, aber... Ey, Müllbot, steh nicht im Weg. Sonst muss ich dich gleich leider umschießen. Integrierter Müllbot. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir gleich massiv beschossen werden? Glauben Sie, der Mechanist hat die Roboter alle allein hergestellt? Das wäre eine ziemliche Aufgabe. Naja, vielleicht haben die Roboter auch schon sich gegenseitig so ein bisschen hergestellt. Aus dem Weg. So. So. Sämtliche Dinger sind deaktiviert. Das heißt, man kann jetzt dort auch problemlos rein und raus. Wir knacken erstmal in aller Ruhe das Schlösschen hier. Stört uns ja keiner. So. Schon ist Feierabend. Ey, da geht's auch noch halbwegs gut. Ich finde immer Brauchbares. Mach dir keine Sorgen. Neue Roboter-Mods. Und wir hoffen, dass wir hier jede Menge Roboter-Mods sogar bekommen. Können wir Ada ein bisschen aufpimpen. Oder sogar neue machen. Steuerungsport. Na gut. Kommen wir nicht durch. Öffne Macht das. Natürlich jetzt die Auswahl ein bisschen einfacher. Na dann. Wenn du das sagst. So.
Aha. Da haben wir noch. Ach, das ist abgeschlossen. Ich hoffe, wir können uns die Ammo jetzt einfach schnell hier rausgreifen. Ja. Aber nichts da. Ach, 10 mm, das ist doch ganz gut. Die benutzen wir eh gerade, dann trifft sich das eigentlich ganz gut. Sieht irgendwie gefährlich aus, so offen. Ein bisschen Umgebungsscan. Da ist Danger, das ist nicht gut. Dort drüben. Kein Problem. So. Servomech-Panzerbot. Der reißt aber. Da hinten ist das Geschütz. So. Sind die Gegners? Ich habe etwas entdeckt. Gefunden. Der war kein Problem. Der, wo gerade irgendwie ein Sternchen dran macht, dran war, der macht mir Sorgen. Genau, ich den nämlich auch nicht. Das ist das Problem. Wer weiß, wo der jetzt ist. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ah, da fällt mir ein, ich habe ja noch Kaffee. Herrlich, herrlich. Achso, hier können wir nichts rausnehmen. So, dann wollen wir mal schleichen. In der Hoffnung, dass die gleich den Fokus schon verlieren. Uns nicht mehr sehen. Mist. Ah, wenigstens hier noch ein bisschen was. Ich sehe schon, was gleich passiert. Kriege ich da aktuell noch nicht raus. Dann habe ich zufällig Splittermin dabei. Nein. Schade. So, was haben wir hier? Können wir das hier öffnen lassen? Wagon, Safer. Train. So, jetzt soll ich anfangen mit den Gedönse hier, weil dann eventuell sogar Fehlversuche gelöscht werden oder sowas. Irgendwie so stand es in den Kommentaren. Danke nochmal für den Tipp im Übrigen. Dann haben wir das. Das hier. Ey, und eigentlich auch. Naja. So, da ist noch was. Ja, bis jetzt wurde leider noch kein Fehlversuch aufgefüllt. Ja, doch, jetzt. Nee, gar nicht. Nur ein Falscheintrag entfernt. Schade, hat nur kein Glück bisher. Was noch hier ist, kann ja noch werden. So, es kann jetzt eigentlich. Ich glaube, es ist safer. Nö. Shit. So, aber die sperren nicht mehr. Ist auch interessant. Launch. Above Limit. Achso, jetzt kann ich aber auch wirklich nichts mehr machen. Okay, ich dachte, wenn das nicht mehr sperrt, dann konnten wir einfach irgendwie.
So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.